Die Galerie in der Schmiede ehrt den Maler und Grafiker Manfred Hebenstreit anlässlich seines 50. Geburtstages. Eine Ausstellung mit Rückblicken auf die unterschiedlichen Schaffensperioden der letzten 25 Jahre. Dabei hat der Künstler aus Baierbach aus jedem Jahr eine typische Arbeit ausgewählt. Hebenstreit entwickelte über Jahre eine eigenständige Bildsprache, einen unverkennbaren, markanten Strich, der abrupt seine Richtung ändert und so eine gestische Reaktion auf die Atmosphäre des Ortes reflektiert. Nahaufnahmen von Blüten und Blättern sind die Ausgangspunkte für malerische Kompositionen. Sie berühren die Seele, wenn ich so sagen darf, und es ist immer irgendwo der Schöpfungsgedanke vorhanden. Man spürt das einfach. Seine Auseinandersetzung mit landschaftsbezogenen Motiven und Naturstrukturen mündet seit 2006 in Blumenbilder-Serien. Energetische, tiefe Farbräume erzählen von Naturvorgängen, vom Sich-Öffnen und Verschlossensein. Spontaner Strich und beschauliche Farblichtozeane lassen Gegenwärtiges und Andauerndes friedlich vereinen. Gerade zur Zeit, das stimmt, eigentlich greife ich ganz bewusst wieder frühere Arbeiten auf. Also ich lerne sozusagen immer wieder aus meinen eigenen Arbeiten oder beschäftige mich immer wieder mit bestimmten räumlichen Situationen, die vielleicht einmal viel wichtiger waren in den 80er, 90er Jahren. Und ganz wesentlich ist sicherlich eben die Kombination Fläche und Strich. Also das ist, wenn man so will, schon ein Merkmal von meiner Hebenstreit-Linie, wie es manche Kunstkritiker oder Historiker bezeichnen, und das zieht sich sozusagen im wahrsten Sinne als roter Faden durch meine Arbeit. Man könnte bei ihm sagen, es ist eine Art, ich habe mir das heute ausgedacht, vielleicht ist es nicht so ganz zutreffend, eine Pintura Luminosa, eine leuchtende Malerei, und ganz konsequent ist er jetzt seit ein paar Jahren auf das Glas als Werkstoff gekommen, das, glaube ich, seinen Intentionen, das Leuchtende, das Ungebremste, was er in der Landschaft auch sieht, das Licht hineinzunehmen und dadurch auch besser zum Ausdruck zu bringen. Unabhängig von den Materialien ist er immer der Maler schlechthin gewesen. Der Maler, der eben seine landschaftlichen Eindrücke, vor allem sind es hier Landschaften, als ein großer Reisender, mit in seinen Ausdruck hineingebracht hat. Manfred Hebenstreit ist ein Künstler, der weit über Oberösterreich hinaus inzwischen eine Platzierung, eine Anerkennung gefunden hat, der, wie Sie sicher gehört haben, in Moskau tätig gewesen ist, der demnächst in St. Petersburg im State Russian Museum eine Ausstellung haben wird und der allseits aufgrund auch seiner Konsequenzen war. Geht's? Ich
persönlich, gerade jetzt im Nachhinein, wenn ich die 25 Jahre rückwirkend sehe, ist es einfach wirklich wichtig, die Hartnäckigkeit. Einfach zu sagen, okay, ich versuche nicht mit diesen Moden oder Trends mitzuschwimmen, sondern wirklich schauen, dass man einen eigenen Stil entwickelt. Und für mich war es sehr früh schon das möglich, eben ins Ausland zu gehen, sprich Amerika. 1987 habe ich hier in Kalifornien, in Chicago ausgestellt. Also da hat sich sehr schnell das beschleunigt, denke ich, die internationale Szene.